Einen wunderschönen guten Tag. Wir wollen heute wieder etwas mit unserem Zufall machen und dabei wollen wir etwas zur Freude unserer Mathematiklehrer machen. Gell? Und zwar gibt es in der Mathematik einen Bereich, gell? Das ist die Wahrscheinlichkeitsrechnung, gell? Oder Stochastik. Gell? Und in diesem Bereich sind die Dinge nicht deterministisch. Gell? Also dort kann man die Dinge dann so durch Wahrscheinlichkeiten ausdrücken und so. Gell? Und ja, und die Ermittlung der Wahrscheinlichkeit, es ist dann eine tolle Sache, gell? Also da, das ist aus dem, die Glücksspieler, gell? Die Glücksspieler, die wollten immer die Wahrscheinlichkeiten wissen, gell? Mhm. Ja, also wir gehen das jetzt, wir sehen das jetzt von einer anderen Seite und sagen, naja, wenn wir die Wahrscheinlichkeit nicht wissen, dann führen wir das einfach durch, gell? Also, und wir könnten das oft wiederholen und dann schauen wir halt, was rauskommt, gell? Also es gibt ja Experimente, die man wiederholen kann, gell? Also Experimente, die wehtun, die wiederholt man nicht, gell? Aber wenn es nicht wehtut, gell, dann können wir es wiederholen, gell? Also wenn man mit dem Würfel würfeln, gell, eine Münze werfen und so weiter, gell? Das sind Dinge, die man wiederholen kann, gell? Dann kann man auch Wahrscheinlichkeiten bestimmen, gell? Also, ja, gell? Und ja, da gibt es einen Begriff, das ist der Begriff der Zufallsgröße, gell? Oder eben der Spezialfall der Zufallsvariable, wo man den möglichen Ergebnissen eines Experimentes, gell? Also wobei die Ergebnisse eben das ist, was herauskommen kann. Gell? Und wenn man diesen möglichen Ergebnissen der Experimente dann eine Zuordnung macht, gell? Dann ist das eine Zufallsvariable. Gell? Und wenn man diese Zuordnung zu einer Zahl macht, gell, dann spricht man auch von einer Zufallsgröße. Gell? Okay, wenn man also jeden möglichen Ausgang eines Experiments, gell, als etwas zuordnet, gell, dann, ja, dann wird das dann zu einer Zufallsvariable oder, wenn es Zahlen sind, zu einer Zufallsgröße. Gell. Und eben dieser Fall, dass man den Ausgängen der Experimente dann Zahlen zuweist, das kommt eigentlich oft vor und das sind dann eben die Zufallsgrößen. Gell. Und ja, wenn man jetzt diese Ergebnisse, die herauskommen können, so beliebig irgendwo bündelt, gell, dann kann man dann Ereignisse dann definieren, gell, und das kann man recht frei machen, gell, wenn man jetzt da so ein Beispiel gemacht, wenn man einen Würfel macht, gell, dann kann man beim Würfel, wenn das also ein gängiger Würfel ist, gell, also mit 6 Seiten, gell, dann geht man davon aus, dass wir 6 verschiedene Ergebnisse haben können, gell? Und diese 6 verschiedene Ergebnisse, gell, die können wir abbilden, gell? Und wir können jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir bilden das ab auf 0 und auf 1, gell? Und zwar auf 0, gell? Wenn die Augenzahl gerade ist, gell? Hm, gell? Und dann auf 1, wenn die Augenzahl ungerade ist, gell? Ist jetzt ganz willkürlich, gell, um rein Ereignis definiert, gell? Oder ja, diese Definition der Ereignisse, das kennt man ja eigentlich recht gut auch vom Roulette-Tisch, gell? Also beim Roulette-Tisch, gell, hat man hier diese, ja, 37 verschiedenen Zahlen, die herauskommen, gell? Und dann kann man ganz verschiedene, das sind die Ergebnisse, gell? Aber dann kann man ganz verschiedene Ereignisse dann definieren, gell? Die Farbe oder ja, was weiß ich, was man da alles definieren kann beim Roulette-Tisch, gell? Das sind dann die Ereignisse, gell? Also die Ergebnisse ist das Konkrete, das, was herauskommt. Und die Ereignisse ist das, was man dann daraus macht. Gell? Mhm. Okay, ja, und das ist ein Zufallsexperiment dann. Gell? Und ja, jetzt, wenn wir da den Würfel nehmen, können wir sagen, ja, der Wurf des Würfels ist das Zufallsexperiment, ist unser Zufallsexperiment. Was sind die Ergebnisse? Gell? Also die Ergebnisse geht man davon aus, dass es die Augenzahl ist, gell? Und zwar kann herauskommen 1 bis 6, wenn es ein normaler Würfel ist, gell? Wenn wir eine Münze nehmen, gell, kann herauskommen Kopf oder Zahl, gell? Jetzt, ja, außer es kommt dieser Fall, dass die Münze irgendwie
stehen bleibt, gell, ohne Kopf und Zahl zu bringen, gell? Gell? Und jetzt können wir, wenn wir das so definieren, mit 0 und 1 zum Beispiel, sagen, das sind unsere Ereignisse, gell? Oder die Ereignisse könnten auch sein, gell, einfach die Augenzahl, gell, dass wir sagen, die Augenzahl, gell, 1 bis 6, gell, das sind zugleich die Ereignisse, nicht nur die Ergebnisse, gell, nichts hindert uns dran, gell. Ja, und das ist eine solche Zuordnung, gell, auf eine Zahl, das sind ja Zahlen, gell, das ist dann zugleich eine Zufallsgröße, gell, und jetzt die Wahrscheinlichkeitsrechnung, gell, also da würdet ihr jetzt in Mathematik Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, gell, und da sagt ihr, ist ja klar, gell, also beim Würfel muss ein Sechstel rauskommen für die Wahrscheinlichkeit einer Seite, gell, und ja, wenn es ein gerechter, ehrlicher Würfel ist, gell, ein sogenannter Laplace-Würfel, dann stimmt das, gell, dann kommt ein Sechstel heraus als Wahrscheinlichkeit, gell, gell, jetzt kann man das aber auch simulieren. Gell? Wir könnten schauen, ob wir hier, wenn man oft würfelt, gell, eine Art Gleichverteilung bekommt. Gell? Und dazu könnten wir unseren Pseudo-Zufall dann verwenden, unsere Random-Zahlen. Gell? Und ja, und dann, was machen wir? Wir gehen ganz oft würfeln und dann bilden wir die relative Häufigkeit. Gell? Also die relative Häufigkeit für das Auftreten der verschiedenen Ereignisse oder Ergebnisse, gell? Und diese relativen Häufigkeiten, gell? Was sind denn das? Das sind eben die absoluten Häufigkeiten, dividiert durch die Anzahl der Experimente, gell? Und ja, wenn man das ganz, ganz oft wiederholt, dann muss diese ja gegen unsere Wahrscheinlichkeit dann konvergieren, gell? Das ist dann, nennt man auch das Gesetz der großen Zahlen, gell? Und ja, da ist da so schön gezeichnet, gell, wenn man ein Zufallsexperiment einmal durchführt, gell, dann konvergiert es irgendwie hin zu der Wahrscheinlichkeit, gell. Und wenn man das jetzt mit einem so Pseudo-Zufall macht, gell, bei uns in der mit einer Programmiersprache, gell, und wenn das nicht zur Wahrscheinlichkeit hin konvergiert mit der Simulation, dann, ja, dann ist mit unserem Generator, gell, dieses Pseudo-Zufalls etwas nicht ganz in Ordnung gewesen, gell, gell, okay, ja, das haben wir ja schon mal überprüft, gell, so, und, ja, wenn man das jetzt aber mehrstufig macht, gell, man nimmt jetzt nicht einen, sondern man nimmt vielleicht 2, 3, gell, 10 Würfel, gell? Und jetzt geht man da das Würfeln und geht sie nicht einzeln betrachten, sondern man macht etwas, man geht die Augensumme bilden. Man geht also die Anzahl oder ja, man geht also alle Ergebnisse dann addieren, gell? Und das wird, und deswegen ist dann auch die Zufallsgröße, wo man das auf Zahlen zuordnet, interessant, gell? Weil Zahlen kann man zusammenzählen. Hätte man hier keine zahlenmäßige Zuordnung, sondern wie bei Roulette ist zum Beispiel die Farbe, gell? Wir können dann Rot und Grün nicht zusammenzählen, gell? Das geht nicht, gell? Aber mit Zahlen kann man rechnen, gell? Und das macht man häufig, gell? Also mehrstufige Zufallsexperimente, wenn man also die Dinge öfters durchführt und dann das, was herauskommt, nicht mehr einzeln betrachtet, sondern in Kombination. Und eine Kombination wäre zum Beispiel die Augensumme eines mehrstufigen Würfelexperiments, gell? Und wenn wir jetzt das mit ganz vielen Würfeln machen, gell, dann kommt da was Großes heraus, gell? Wir können das aber einfach nur mal bei n gleich 2, also mit 2 Würfeln durchführen. Und wenn wir mit 2 Würfeln würfeln, gell, dann haben wir zum Schluss unsere Ergebnismenge. Und unsere Ergebnismenge sind nicht nur einfach unsere 6 Ergebnisse, gell? Sondern das sind jetzt die 6 Ergebnisse, die wir mit einem Würfel haben, mal die 6 Ergebnisse des anderen. Gell? Und 6 mal 6 ist 36. Gell? Also, wenn wir jetzt die Ergebnismenge aufschreiben wollten, gell, dann kommt sowas raus. Gell? Also der erste kommt 1, der zweite hat 1, der erste hat 1, der zweite hat 2, der erste hat 1, der zweite hat 3 und so weiter. Bis irgendwann mal der erste hat 6, der zweite hat 1, der erste hat 6, der zweite hat 2, bis der erste hat 6 und der zweite hat 6. Gell? Also das sind die möglichen Ergebnisse. Gell? Also jeder Würfel kann für sich
ein Ergebnis haben, eine Augenzahl, gell? Und diese ganze Kombination, die ganzen möglichen Kombinationen bilden dann die Menge der Ergebnisse des zweistufigen Würfelexperiments, gell? Wenn wir das jetzt abbilden, gell? Ah ja, was ist das? Das ist auch das Kreuzprodukt, gell? Also die Menge aller Kombinationen aus Mengen, gell, ist dann eben das Kreuzprodukt, gell? Das ergibt dann die Menge aller Paare, gell? Oder wenn man das jetzt 3 macht, dann haben wir die Menge aller Triple, gell? Oder die Menge aller N-Duppel allgemein, gell? Mhm. Gell? Und wenn man das jetzt als mehrstufiges Experiment definieren, wo wir als Ereignis die Augensumme nehmen, gell, durch verschiedenen Würfel, die wir geworfen haben, dann kann was herauskommen. Wenn 1, 1 herauskommt, das ist das Kleinste, gell, dann kommt als Augensumme 2. Gell. Wenn 2, 1 oder 1, 2 herauskommt, dann haben wir als Augensumme 3 und so weiter. Gell. Und was ist die größte Augensumme? Die größte Augensumme ist 12. Gell. Also, wenn der erste und der zweite Würfel eine 6 beinhalten, gell, dann kommt eine 12 heraus. Gell. Ja, und wenn man das betrachtet, gell, und wenn man das jetzt schaut, gell, also das 1, 1, also die 2, da haben wir noch eine Möglichkeit von 36. Gell. 6, 6 ist auch noch eine Möglichkeit von 36. Gell. Aber zum Beispiel die 3, gell, die 3 kann sich bilden aus 2, 1 oder 1, 2. Hier haben wir schon 2 Möglichkeiten aus den 36. Gell. Und so ist es recht einleuchtend, dass diese Ergebnisse halt hier dieser Abbildung, gell, dieser Zufallsgröße, nicht alle die gleiche Wahrscheinlichkeit haben. Gell. Und das wollen wir jetzt überprüfen. Gell. Also wir wollen jetzt da ganz oft würfeln, zum Beispiel 10.000 Mal. Und dann wollen wir die relativen Häufigkeiten ermitteln. Gell. Und zwar der Augensumme, gell? Und ja, wenn wir das jetzt zum Beispiel bei 1 machen, gell? Was sind denn dann? Ja, da kann herauskommen 1, 2, 3, 4, 5, 6, das ist der triviale Fall. Wenn wir 10.000 Mal würfeln, jetzt habe ich da hypothetisch einfach mal ein paar mögliche Anzahllinien geschrieben, gell? Wenn wir also die jetzt nehmen, das sind die absoluten Häufigkeiten. Wie bekommen wir die relativen Häufigkeiten? Das absolute Ergebnis, gell? Dividiert durch die Anzahl der Experimente, gell, das ist die relative Häufigkeit dann, gell, also 1651 durch 10.000, gell, 1680 durch 10.000 und so weiter, gell, und ja, das wollen wir machen, gell, also, wir machen jetzt Folgendes, gell, wir führen eine Simulation eines mehrstufigen Wurfes von n Würfeln durch, gell? Wir nehmen also eine bestimmte Anzahl von Würfeln, gell? Und zwar n. Gell? Und jetzt wollen wir das durchführen, gell? Ganz oft, zum Beispiel 10.000 Mal wollen wir mit n Würfeln würfeln, zum Beispiel mit 5, gell? 5 Würfeln 10.000 Mal werfen, und was machen wir? Jedes Mal gehen wir die Augensumme ermitteln, gell? Und bei 5 Würfeln kann die kleinste Augensumme 5 sein, die größte, also wenn alle 6 herauskommt, gell? 5 mal 6 ist 30, gell? Also haben wir eine mögliche Augensumme bei n gleich 5 zwischen 5 und 30, gell? Also kleinstes 1, 1, 1, 1, 1 bis 30, gell? Also 6, 6, 6, 6, 6, gell? Okay, ja, und das wollen wir machen für alle n von 1 bis 10. Und das soll man so darstellen, dass man das dann eben die relativen Häufigkeiten hat, gell, dieser Augensummen, gell? Und das wollen wir dann so darstellen, dass wir das als CSV ausgeben, und dann wollen wir das mit einer Tabellenkalkulation darstellen, gell? Und zwar wollen wir das für alle n von 1 bis 10 rechnen, gell? Also es muss jetzt nicht in einer Tabelle sein, es könnten auch getrennte Tabellen sein, gell? Das, ja, das will ich euch überlassen, wie ihr das darstellen wollt, gell? Okay, ja, dann gute Arbeit.